Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Waffelteig selber macht. Dazu braucht ihr 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Viertel Päckchen Backpulver, zwei Eier, 125 Milliliter Wasser und etwas Rumaroma. Zu den zwei Eiern und der weichen Butter kommt jetzt Vanillezucker, der normale Zucker . Das Ganze verrühren wir jetzt schon mal mit einem Schneebesen. Zu dem Teig kommt jetzt das Mehl. Obendrauf das Backpulver. Und jetzt rühren wir das Ganze wieder mit dem Schneebesen um. Und damit der Teig nicht zu trocken wird, tun wir jetzt das Wasser hinzu. So sieht euer fertiger Waffelteig aus. Wichtig ist, dass ihr das Waffeleisen mit etwas Butter vorher einfettet. Und jetzt guten Appetit!